Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Österreich von der Semmeringbahn, die morgen releasen wird für den Transom World 4. Und zwar auf allen Plattformen, auf dem PC, auf den Konsolen, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, you name it, die ganzen Versionen, PC, Steam, Epic, zusammen mit der ÖBB 1116, die mitgeliefert wird, diesen ÖBB Intercity-Wagen und dem ÖBB 4024, den wir hier sehen. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine Runde über die Strecke. Die Jungs und Mädels von DTG haben mir dankenswerterweise einen Key zur Verfügung gestellt für die Strecke, damit wir uns das Ganze auch vorab angucken. Das machen wir auch natürlich. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, fangen an aufzurüsten und alles andere zur Strecke und zum Zug und so weiter und was mitgeliefert wird und was nicht und was gut ist und was schlecht. Das gucken wir uns alles mal heute zusammen an. Ich würde sagen, wir steigen ein, Fahrtrichtungsfenster nach vorne und erste Neuerung sehen wir direkt hier, wenn wir den Richtungsschalter auf einstellen. Genau. Störung. PZB machen wir auch direkt an. Und Zugsammelschiene ist an. Hervorragend. Dann können wir einmal hier nach hinten und die Spitzensignale einschalten und die Federspeicherbremse lösen wir hier. Machen wir auch direkt. Dann geben wir die Türen auf der linken Seite frei. Können hier einmal in die Einstellung gehen, und zwar im Bereich Funktionen, und gehen auf die E-Bremserhöhung und bestätigen das Ganze mit E. Nachschiebebetrieb brauchen wir nicht, Railjet-Betrieb auch nicht, Waschfahrt, Bäldefahrt, Bäldefahrt, was ist denn eine Bäldefahrt? Beladefahrt. Okay, ein kleiner Tippfehler hier an dieser Stelle. Denke ich mal. Also, es müsste, glaube ich, Beladefahrt heißen, ne? Oberstrombegrenzung und so brauchen wir alles nicht. Hervorragend. Ich würde sagen, wir stehen mal auf und schauen uns mal die Wagen an. Ja, mitgeliefert werden die ÖBB zweite Klasse Wagen. Und zwar die vom Typen BMZ. Das müsste auch hier irgendwo noch stehen. Oder auch nicht. Ja, wir fahren hier den Eurocity 106 von Graz nach. Ich kann es nicht aussprechen. Und steigen mal ein. Und können hier natürlich auch rein in die Wagen. Können uns hinsetzen. Können allerdings sonst, glaube ich, nicht interagieren mit irgendwas, denn diese Sitze kann man in Realität tatsächlich so verstellen, dass man diese Lehnen praktisch hier nach vorne schieben kann, bis zur Mitte. Und dann kann man sich hier einmal hinlegen, praktisch über die komplette Länge. Deshalb werden auch diese Wagen in den alten Nightjet-Garnituren noch eingesetzt. Das sind die Sitzwagen, aber da kann man auch, ja, also da kann man auf jeden Fall auch schlafen drin. Habe ich auch schon mal gemacht. Ist auch eine coole Erfahrung. So. Tür zu. Achso, und das Bedienpult ist hier auch bedienbar. Da können wir natürlich auch die Lichter einschalten. Ich würde sagen, hier Wagenbeleuchtung. Ja, machen wir mal halbe Beleuchtung, gedimmte Beleuchtung. Ist immer ein bisschen angenehmer, gerade morgens. So, wir steigen aus. Und steigen in unsere Lok wieder ein. Achso, übrigens hier, wir haben neue Texturen, glaube ich, im Maschinenraum. Also das sind nicht mehr diese alten, ja, fast schon verklebt aussehenden Texturen, die wir sonst so kennen, sondern das ist tatsächlich überarbeitet. Hier können wir übrigens auch die PZB und die LZB einschalten. SIFA können wir hier einschalten. ZMS, ferngesteuerter Modus. Also hier ZMS, ZWS, ZDS können wir einschalten. WTB, das geht hier auch. Ich würde sagen, was wir hier noch machen, einmal die Sonnenblenden noch runter. Ja, das auch noch. Ganz runter. Ja, genau. Also das ist der andere Führerstand. Und einmal wieder rein in die gute Kiste. Dann würde ich sagen, Türen zu. PZB ist an, dann schalten wir nur noch die AFB an. Das machen wir hier. Geben, ja, stellen mal 40 ein. Wobei eigentlich die AFB auf dem Taurus schlau genug ist, also wir dürfen mit 60 ausfahren, werden aber eingeschränkt sein, dass die AFB automatisch bei 40 abriegelt, wenn wir entsprechend, ja, noch
in der Beeinflussung sind, im restriktiven Modus. Müsste eigentlich klappen. Wir probieren es direkt aus, ob das auch der Fall ist, und fahren los und hören uns mal den Tonleiter an. Ja, kennt man, der Tonleiter, ganz markant, ganz berühmt. So, Spitzensignale schalten wir ein. Das müssen wir natürlich auch noch einschalten. Leselicht brauchen wir nicht. So, schauen, ob der Taurus jetzt abregelt. Ja, macht er hervorragend. Oder auch nicht. Ne? Oder hat er es jetzt nicht gemacht, weil ich vorher noch jetzt gerade den AFB-Hebel fälschlicherweise noch betätigt habe? Das weiß ich jetzt nicht. Wir fahren übrigens durch, bis Wiener Neustadt ohne Zwischenhalt. Das wollte ich nicht. Falsche Richtung. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Wenn der Zug da in diese Sonnenstrahlen da hineinfährt, weil dort genau die Sonne durchscheint. Ach, herrlich. So, mittlerweile können wir 60 fahren. Ich dachte mir, wir fahren heute mal unter Bedingungen, die im Previous Stream nicht gezeigt worden sind, denn da ist man ja im Hochsommer tagsüber gefahren. Wir fahren jetzt mal hier im Herbst und das hier an diesen, zu diesen frühen Morgenstunden, wo die Sonne so schön aufgeht. Das sind meines Erachtens immer die absoluten Stärken vom TSW, diese Uhrzeiten. Und da das bisher nicht gezeigt wurde, können wir das auf jeden Fall zusammen machen. Heute geht es auch nicht wirklich um den Fahrplan, ne? Also es ist vollkommen Schnuppe, würde ich jetzt einfach mal sagen, ob wir pünktlich ankommen oder nicht. Verzeiht es mir, aber heute ist es einfach wichtig, dass wir uns angucken, was kann die Strecke hier so bieten, wie sieht das Ganze von der Ausgestaltung her aus und nicht, ob wir pünktlich ankommen oder nicht. Also entschuldigt, kleiner Aufnahme, Fehler meinerseits. Der Streckenplan sieht so aus. Hier vorne ist Mürzzuschlag und hier ist Glocknitz und hier vorne ist Wiener Neustadt. Ne? Entschuldigt diesen ganz kleinen komischen Schnitt, den ihr vermutlich jetzt gerade gesehen haben werdet. Sollte nicht wieder vorkommen. Ja, es werden leider nur die zweite Klasse Wagen mitgeliefert, was ich ein bisschen schade finde, dass wir leider keine erste Klasse Personenwagen hinten dran haben am Haken, sondern wirklich nur die zweite Klasse Wagen. Ich bin mir nicht genau sicher, warum, aber anscheinend wird wohl die Zeit nicht gereicht haben, da nochmal entsprechende Großraumwagen zu bauen. Ja, ÖBB 4024 Talent wird ebenfalls mitgeliefert und auch
Güterwagen sind ebenfalls mit dabei. SGGM RSS-Wagen. Nur das sind die Containerwagen und es dürfte auch gleich ein Zug entgegenkommen mit Containerwagen. Ich glaube, Habinz-Wagen und noch ein weiterer Wagentyp sind dabei. Allerdings alles bekannte Wagentypen, die wir schon aus anderen DLCs kennen. Kein neuer Wagentyp. Also Rollmaterial ist insgesamt, was diese Strecke angeht, eher so, naja. Klar, die Personenwagen sind cool, dass wir sie jetzt haben und der Taurus ist auch in einer überarbeiteten Form wirklich sehr, sehr schön. Auch wenn er nicht perfekt ist, aber ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als die anderen Versionen aus Rapid Transit und aus Hamburg-Lübeck. Aber, naja, wisst ihr, dieser Strecke fehlt meines Erachtens ein Railjet. Der wäre das absolut perfekte DLC für diese Strecke. Und da hoffe ich, dass man dann vielleicht aber auch das ein oder andere Mal die TG dann in den Foren und sowas hinweist und sagt, hallo, wir hätten gerne einen Railjet. Also wenn ihr das gerne, einen Railjet haben wollen würdet, macht das doch gerne. Spital am Semmering. Jawohl, genau. Was macht er? Er telefoniert. Ja, und wir ziehen da hinten lang. Auch die Oberleitungs-Assets insgesamt sehr, sehr schön. Gefällt mir, wie detailliert das Ganze hier doch ist. Also es wirkt auf mich sehr stimmig. Okay, da ist der Güterzug. Den grüßen wir einmal ganz kurz. Doppeltraktion 182. Wir können auch die Stromsysteme übrigens wechseln, das geht auch, aber das machen wir jetzt natürlich nicht während der Fahrt. Ja, also die Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich die allererste komplett österreichische Strecke haben. Und dazu auch noch so eine wundervolle Bergstrecke, die vielleicht schönste Strecke überhaupt in Österreich. Ist schon cool, muss ich sagen, gefällt mir sehr. Steinhaus. Der spielt TSV auf dem Tablet, der lebt in der Zukunft. Aktenkoffer. Ja. Steinhaus, hier das Bahnhofsgebäude. Es ist schön, schön einfach an diesen Berghängen vorbeizufahren und da die zu sehen, wie die Häuser da noch im Sonnenlicht eintauchen. Ja, toll. Fenster lässt sich natürlich öffnen. Licht lässt sich hier auch anmachen. Und wir haben dort Langsamfahrt zu erwarten und zwar mit 60. Ich glaube, da wir eh bergauf fahren, ja, können wir die Schwerkraft das machen lassen. Bestätigen das Ganze natürlich. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Und schalten Leistung auf und befreien uns aber. Nee, Moment, wir sind in der 1000 Hertz Beeinflussung. Dann können wir uns noch nicht befreien. Ah, 65 sogar, die wir fahren dürfen. Dann gehen wir auch auf die 65. Und sind hier im Tunnel drin. Bin auch mal gespannt, wie die Soundkulisse im Tunnel ist. Könntest das Display auch entsprechend jetzt dunkler stellen? Ja, sehr laut. Es dröhnt sehr im Tunnel. Ja, das, so sieht das Führerstandslicht aus, wenn wir uns das anmachen. Wir können uns aber auch hier auf jeden Fall die andere Beleuchtung anmachen. Haben aber gleich wohl... Oh, dürfen gleich nur 40 fahren. Ja, dann einmal mit der E-Bremse rein. So. Jetzt frage ich mich allerdings, wo das Licht hier ist. Also ich meine, hier müsste auch eine Lampe sein. Und das hier ist Semmering. Ja, hier steht in der Regel in Realität ein Triebwagen der Reihe 51, weiß ich nicht mehr genau. Ein Dieseltriebwagen, das ist die Mastery, das Mastery Reward. Wenn man das schafft, dann taucht hier tatsächlich auch dieser Dieseltriebwagen auf. Natürlich nicht fahrbar, das ist ganz klar. Machen wir ein Selfie damit. Oh, macht sogar Geräusche, der liest Zeitung. Was gibt es da Interessantes? Sunday Train Watching. Ja, genau, der Haltepunkt oder Bahnhof von Semmering. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, wo eigentlich dieser Regler ist für das Licht. Ja, hier. Okay. Naja, gut. Sind natürlich ohne Mods unterwegs heute. Jetzt müssen wir uns das Display definitiv heller stellen. Wolfsberg Kogel. Oh, schön. Und das hier ist so eine Art Kurhaus, Hotel, wie auch immer, für ehemalige Staatsbedienstete. Also früher war das für Staatsbedienstete, also ehemals für Staatsbedienstete. Heute wird das, glaube ich, nur noch... Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das heute so richtig benutzt wird, aber... Hier gibt es irgendwie so einen kleinen Wanderpfad anscheinend. Ich frage mich, ob der begehbar ist. Na, vermutlich nicht.
toll. Bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den Texturen hier unten passt, ob das wirklich so weiß ist, da unten. Wir müssen gleich auf jeden Fall noch ein Foto zusammen machen. Ich glaube, das machen wir auf dem Kalterinnen-Viadukt. Da müssen wir dann doch nochmal in den Fotomodus hopsen. Aber das machen wir auch nur da, dann lasse ich euch auch in Ruhe damit. Und wir dürften nicht mehr allzu weit entfernt davon sein. Also da muss man echt sagen, das ist wirklich der schönste Beruf der Welt, oder? Also bei all den, ja, Problemen mit Schichtdienst und Bezahlung und so, das Ganze mal ganz kurz ausgeklammert. Ich möchte es nicht unterschlagen, aber man kann auch wirklich einfach sagen, es ist der absolut schönste Beruf, den es auf der Welt gibt. Ich meine, die Strecke ist gesettet in der Jetztzeit, also 2024 müsste es eigentlich sein. So, jetzt können wir uns hier mal ganz kurz umgucken auf dem Viadukt. Ja, das müsste, glaube ich, auch schon das Kalterinnen-Viadukt sein. Oh ja. Also guckt euch das mal an. Wenn das nicht eine fantastische Kulisse ist, dann ist es, dann weiß ich es auch nicht, ne? Also dann habe ich da. Dann bin ich da auch überfragt, was schön ist und was nicht. Vielleicht einmal so. Wir müssen gleich auf jeden Fall noch ein paar mehr Fotos machen. Das tut mir sehr leid, aber manchmal brauche ich das einfach. Aber hier ist natürlich genau ein Mast dazwischen. Fahren wir noch einen kleinen Augenblick weiter. Ja, so vielleicht. Ja, ja, genau das. Genau sowas brauche ich. Jawohl. Und noch einmal von der anderen Richtung abgelichtet. Wildes Kameragefuchtel, pardon. Ja, sagen wir mal so von der Seite. Herrlich. Und auf zum nächsten Viadukt. Hier einmal ganz kurz. Muss ich auch mal. Mhm.
So, das war's dann für heute. Kurzes kleines Tunnel hier. Kleiner Tunnel, pardon. BÜ ist geschlossen, sehr gut. Und hier sind wir in Breitenstein. Ja, moin, die sind was am Besprechen. Schön. Hier liegt auch schön viel Zeugs rum. Hier noch so ein paar Baumstämme, die werden wohl auch hier noch verladen. Oder wurden hier entladen. Nee, entladen ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Und jetzt einmal durch die Galerie. Guck mal hier jetzt aus dem Fenster. Ja, da haben wir es gesehen. Der hat sich verletzt, leider. Wie auch immer die hier runtergekommen sind. Das wird selbstverständlich nicht unsere einzige Fahrt bleiben hier auf der Strecke, sondern ich schaue mal, dass wir noch die ein oder anderen weiteren Videos dazu noch sehen werden im Laufe dieser Woche oder vielleicht sogar im Laufe des Tages. Vielleicht gibt es sogar noch ein zweites Video heute. Mal schauen. Oh, wie schön dieser sehr interessante Aufbau dieser Oberleitungsmasten. Wenn jemand weiß, warum die so gebaut werden hier an dieser Stelle, ob das irgendwas ganz Besonderes, einen besonderen Zweck erfüllt, gerne Bescheid sagen. Ja, und jetzt, jetzt wird es langsam richtig hell, ne? Also, der Sonnenaufgang, würde ich sagen, ist fast vorbei. Das sieht wirklich sehr schön aus. Guckt euch das an. Also da weiß ich nicht, wie man sowas sehen kann und dann immer noch behaupten kann, ein Transformator ist schöner. Ja, 33 Kilometer Luftlinie bis Wiener Neustadt. Es sind noch ein paar Kilometer mehr. Allerdings, wenn wir an Glocknitz vorbeifahren, davon sind wir aber noch ein bisschen entfernt, wenn wir an Glocknitz dann vorbeifahren, dann geht das auch recht schnell. Dann können wir auch tatsächlich mal höhere Geschwindigkeiten ausfahren.
Und ja, da ist nämlich die Strecke recht gerade und auf vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Ich hoffe, dass uns auch noch mal ein Personenzug entgegenkommt. Haben natürlich eine Uhrzeit gewählt, wo jetzt vergleichsweise nicht so viel unterwegs ist auf der Strecke. Aber ich wollte nun mal eben früh morgens hier auch unterwegs sein. Das war mir einfach wichtig. Die Schuhauswahl ist interessant. Oh, sieht das schön aus. Ist das nicht schön? Jetzt hier, wie die Sonne uns entgegenstrahlt. Hier so durch die Bäume durchscheint. 70 dürfen wir ab hier wann fahren. Nee, das war schon der Fahrschalter mit dem Roadrunner. Hallo? Ja, doch, der Roadrunner funktioniert. Also hier mit einer Baureihe 111 oder 103 lang zu fahren, ist auch eine absolute Herausforderung. Nennen wir es Herausforderung. Also all diejenigen, die irgendwie Interesse haben an Österreich. Oder sagen wir mal so, all diejenigen, die eigentlich Interesse hatten an der Berliner Bahn, aber sich dachten, ja, okay, also Schmalspur ist dann noch nichts für mich, denen sei wärmstens diese Strecke hier angeraten. Prinzipiell jeder, der irgendwie Lust hat auf Berge, auf Österreich, der ist definitiv hier richtig. Ich finde die Strecke ist fantastisch gelungen. Ausgestaltung ist top. Der Fahrplan ist gut. Auch wenn leider die Railjets fehlen. Wobei wir die Railjets an sich fahren können tatsächlich. Die sind im Fahrplan nämlich mit eingearbeitet. Allerdings eben mit diesem Zugverband. Und nicht mit den richtigen Railjets. Wenn der nochmal je kommen sollte, und das werde ich doch wohl sehr hoffen, dass der Railjet irgendwann doch nochmal kommt. Das wäre natürlich dann das absolute i-Tüpfelchen. Es werden fünf Szenarios mitgeliefert. Wir gucken uns ja hier den Fahrplan an. Aber Szenarios gibt es hier auch. Oh, 60 dürfen wir noch fahren. Entschuldigt, aber das ist ein zu schönes Bild, um es nicht zu fotografieren. So, wo sind wir denn hier?
Eichberg. Ja, die Strecke ist gebaut von DTG übrigens, ne? Keiner Third Party, sondern von DTG selbst. Und ne, also früher hat man ja DTG doch sehr kritisiert für ihren Streckenbau und dass vieles irgendwie nicht so schön ist und so ein bisschen halbherzig aussieht. Und also ich sag euch, von der Ausgestaltung der Strecke her ist das hier alles andere als halbherzig. Also hier ist wirklich, das ist wirklich hervorragend. Rollmaterial, ja, kann man sagen, ist der einzige negative Punkt, der mir so richtig aufgefallen ist bisher. Dass das Rollmaterial einfach, ja, das hätte wenigstens ein zweiter Wagentyp sein können. Ne? Also wenigstens die erste Klasse. Dann hätte man sagen können, okay, das ist wenigstens irgendwie so ein vollständiger Zugverband. So ist das, ja, ist das so ein kleiner Wermutstropfen. Dass wir immerhin, also die zweite Klasse haben, aber ja, es hätte ruhig die erste Klasse auch sein können. Es war wohl so eine Art Umspannwerk. Also wirklich ein Viadukt nach dem anderen. Wo sind wir denn hier? Gibt es denn hier kein Bahnhofsschild? Doch, da. Küb. Küb. Was leider fehlt, ist dieser Kilowattstundenmesser. Der sollte eigentlich nämlich dabei sein, eigentlich ist er aber nicht. Zumindest hier in dieser, ja, in dieser Vorabversion, diese Preview-Version, die ich hier habe. Es kann sein, ich will es aber nicht versprechen, es kann sein, dass die Release-Version diesen Kilowattstundenmesser drin hat. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass das der Fall ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn es nicht der Fall ist, dass das irgendwann noch mit einem Update reinkommt. Ansonsten ja, Führerstand der 182 bzw. hier der Reihe 1116, da haben wir eben den Unterschied, da haben wir diese MFDs und nicht die MFAs. Oder hier diesen MFD statt des MFAs. wir haben kein Ebola-Display.
Anscheinend. Nee, ne? Nö, nee, kein Ebola-Display. Gibt's ja auch, glaube ich, in Österreich so nicht. Deshalb weiß ich gar nicht, hat der Zug eine Deutschlandzulassung? Ja. Was mit den Wagen? Steht da gar nicht. So, vorbei am nächsten Bahnhof. Wir dürfen jetzt gleich auch auf 80 hoch. Wir gucken uns aber vorher an, wo wir hier sind. Payerbach reicht noch. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gut, ist jetzt keine Kardinalsünde, ne? Also, so what, es ist nur ein Logo auf einer Uhr, aber sowas passiert, glaube ich. Sowas kann man dann doch sehr gut übersehen. Aber ich werde die Ticket zurückmelden. Übrigens, die Laubqualität bei mir ist auf, ich glaube, Mittel. Das heißt also, man kann hier nochmal ordentlich was rausholen. Ich habe das jetzt ja nicht auf höher gestellt aufgrund der Frames. Damit das hier noch so halbwegs flüssig läuft, weil ich glaube, auf der Laubqualität Ultra sieht das natürlich noch deutlich besser aus, aber ja, habe ich jetzt hier nicht eingestellt. Dementsprechend, also die Hänge sind, glaube ich, hier noch deutlich besser. Ausgestaltet, was so die Vegetation angeht. Aber ich mache das nicht, weil entsprechend die. Oh, wie schön. Weil dann bei mir so ein bisschen dann die Frames in den Keller gehen. Einmal runter auf 70. Wisst ihr, was wir zum Schluss der Fahrt einmal herausfinden könnten? Die Baureihe 111 hat es tatsächlich animiert, wenn man den Hauptschalter rausnimmt oder den einschaltet, dann kann man das tatsächlich oben auf dem Dach auch sehen. Und ich frage mich, ob das hier auch der Fall ist. Das können wir herausfinden, wenn wir stehen. Dann nehmen wir mal den Hauptschalter raus und schauen mal, ob das auch tatsächlich animiert ist. Ja, also wir sehen, wir sind hier ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Das hier war. Das war jetzt, glaube ich, noch nicht Glocknitz, nein. Das war Schlögelmühl. Allerdings, ja, wobei wir könnten das mit dem Hauptschalter sogar auch während der Fahrt machen.
Vielleicht machen wir das, bevor wir auf die 150 hochklönnen. Dafür muss ich ganz kurz nur die Taste herausfinden für den Hauptschalter. Und zwar, das ist dann hier bei Steuerung. Erweiterte Steuerelement. Nee, das war's nicht. Maus und Tastatur. Genau. Lokomotive. Hauptschalter. Angleicher. Automatische Bremse. AWS. Bremse lösen. Bremse. Bremse. LZB. Fahrstufen. Fotomodus. Führerstandsbeleuchtung. Generatorfeld. Was auch immer das sein soll. Glocke. Sind bestimmt die amerikanischen Fahrzeuge. Hilfsbläser. Jeep. Klar, der Jeep. Motorstart. Notbremsventil. Na, wo ist denn der Hauptschalter? Da, Moment. Stromabnehmer wählen. Stromabnehmer senken. Das ist es schon mal nicht. Trennschalter schließen. Mit Steuerung P machen wir das. Okay. Umschalten. Also, ah, Moment. Mit Steuerung Shift P offen, Steuerung P schließen. Probieren wir aus. Na? Ich sehe da keine Animation. Oder ist das hier? Ne, das müsste schon dann, glaube ich, hier sein, ne? Oder ist das hier? Nee. Nee, wenn, dann müsste, glaube ich, der Hauptschalter schließen, müsste dann das hier sein. Ich hoffe, man hat mich überhaupt verstanden. Es war nämlich so laut draußen. So, jetzt fahren wir hier einmal vorbei an Glocknitz und können jetzt aber endlich mal richtig Leistung reingeben. Moment. Und jetzt können wir mal richtig schnell fahren. Doppeltraktion 1116 steht hier rum. So, und jetzt beginnt praktisch die Rennstrecke, wenn man es so möchte. Jetzt werden wir wirklich mit den Geschwindigkeiten 150, 140, 100, ich glaube sogar teilweise 160, ja, bis nach Wiener Neustadt fahren und werden vermutlich nur ein paar Minütchen brauchen. 10 Minuten vielleicht, 10, 12 Minuten. Ja, es klappert schön. Die Windgeräusche hören sich auch so an wie bei 150 km/h, würde ich mal sagen. Jawohl. Ah, ich freue mich da schon drauf, so sehr, wenn von der Community dann die ganzen Repaints kommen für die Personenwagen und für den Taurus. Da wird auf jeden Fall, ich glaube, einiges auf uns zukommen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, ne? Also hier Konsorten von Cat Gaming und Nee, beziehungsweise der M und der Ludwig und so weiter und so fort. Also da gibt es ja wirklich viele Leute, die mittlerweile sehr, sehr, sehr gute Repaints machen. Und da hoffe ich sehr, dass vielleicht die ein oder anderen Repaints auch für die Personenwagen noch kommen. Die BMZ-Wagen, ich habe es schon mal eingangs erwähnt, fahren ja auch in der Nightjet-Lackierung rum. Und zwar genau diese Wagensorte. Einfach nur in einer anderen Lackierung, das passt also perfekt.
Und Nightjet sind ja auch hier im Fahrplan unterwegs tatsächlich. Auch wenn sie eben, ja, nicht die richtige Lackierung dann haben, aber... Ja. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was da so für Mods kommen. Fahrplan-Mods, Repaint-Mods. Was uns da vielleicht die ein oder anderen Leute dann noch hinzaubern, wie zum Beispiel die Hanna. Potschach. Und in Potschach wird ein bisschen was angebaut. Aha. Und ab hier dürfen wir 160 fahren. Wir aktivieren den Roadrunner. Drücken da zweimal schnell drauf. Und stellen die AFP auf die 160 und mehr müssen wir gar nicht machen. Der Rest passiert automatisch. Das ist auch unsere heutige Höchstgeschwindigkeit. Schneller als 160 dürfen wir nicht fahren. Also dürfen theoretisch schon sowohl unsere Lok als auch die Wagen schaffen mehr als 160, aber natürlich nur, wenn wir unter LZB sind, was wir nicht faktisch gesehen nicht sind. So, einmal die Außenkamera gesprungen, ein langer Nachladeruckler. Bitte nicht abstürzen, liebes Spiel. Ja. Ui. Das war ein sehr langer Nachladeruckler. Hier in Ternitz wäre uns fast das Spiel abgeschmiert. Achtung, Zugdurchfahrt. Und dann sind wir jetzt auf den letzten Kilometern nach Wiener Neustadt. Und sind dann auch beinahe da. Wiener Neustadt natürlich nicht zu verwechseln mit Wien. Hat nichts miteinander zu tun, außer dass sie geografisch trotzdem gar nicht mal so weit voneinander entfernt sind. Aber immer noch weit genug, dass man sie trennen kann und sollte. Der Fehler ist mir schon mal unterlaufen. Und soll an dieser Stelle nicht nochmal passieren. Wiener Neustadt ist natürlich nicht das gleiche wie Wien. Eine Strecke nach Wien wäre allerdings auch äußerst begrüßenswert, jetzt da wir ja Österreich im TSV offiziell als, ja, als anscheinend regelmäßig wiederkehrendes Land haben, worüber ich sehr froh bin, können wir uns auch vielleicht irgendwann noch auf Wien freuen. Das ist Neunkirchen in Niederösterreich. Also dieser ganze Bergabschnitt, der hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss jetzt sagen, auch mal jetzt mit den 150, 160 zu fahren, ist dann jetzt einfach genau die Abwechslung, die man auch braucht. Und das finde ich ist das Tolle an dieser Strecke, dass es ja beides tatsächlich bietet. Also sowohl diese langsamen Bergpassagen, als auch jetzt diese wirklich schnellen, ja, es ist nicht Hochgeschwindigkeit, aber schon wirklich schnellen Passagen, wo wir 160 fahren. So, Hauptschalter einmal raus. Sehen wir auch hier. EL-Tafel. Und dann können wir hier vorne den Hauptschalter wieder einwerfen. Huch. So. Und Leistung wieder aufschalten. Eine Sache, die mir auch so ein bisschen auffällt, Performance von der Strecke ist so lala. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mit meinen Einstellungen zu tun hat. Und es kann auch sein, dass es damit zu tun hat, dass ich im Grunde genommen das erste Mal hier auf dieser Strecke unterwegs bin.
Und es tatsächlich im TSW so ist, dass wenn man zum allerersten Mal auf der Strecke unterwegs ist, die Performance wesentlich schlechter ist als danach. Also möglicherweise zahlt das so ein bisschen darauf ein, auf die Performance. Insgesamt ist sie so in so einem Bereich, wo ich sagen würde, das ist gerade noch im Bereich des Okayen, aber es gibt auch längere Nachladerung, klar. Also so viel sei auf jeden Fall gesagt, dass gerade diejenigen, die vielleicht, also mein PC ist jetzt nicht der schlechteste, aber auch kein NASA-Rechner, aber dass diejenigen, die vielleicht einen schwachen PC haben, da auf jeden Fall vielleicht nochmal mit den Einstellungen etwas weiter runter müssen. Das war auch übrigens die einzige elektrische Trennstelle, die wir hatten. Auf der ganzen Strecke, mehr gibt's hier nicht. St. Egiden. Ja, rechts und links jetzt hier einfach nur noch so Matschwege. Nicht mal mehr asphaltiert an dieser Stelle. Aber ein äußerst entspannender Abschnitt. Es geht einfach nur geradeaus. Rechts und links so ein bisschen Natur, aber auch nicht zu dicht bewaldet. Wir haben dann eine Straße und fahren hier einfach gemächlich und stoisch und fast schon meditativ unsere 160 km/h. Das ist wirklich cool. Das macht ja richtig Spaß. Also das muss ich sagen, ich habe sehr viel Spaß hier auf der Strecke. Anders als auf der Maintalbahn oder so, wo ich persönlich nicht so viel Spaß drauf habe. Aber das sind auch einfach persönliche Präferenzen. Aber die Strecke, toll. Also so könnte es meinetwegen noch stundenlang weitergehen. Ich werde mir das angucken. Da rechts, ja, ordentlich Güterzüge abgestellt. Das gucken wir uns doch mal an. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Ja, wobei, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, denn ich sehe, wir haben einen Halt zu erwarten, aber auf jeden Fall sehr viel abgestellt hier. So, Ankündigung auf 100. Und halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. Und sind dann jetzt gleich in Wiener Neustadt. Ja, deshalb auch ganz klar halt zu erwarten. Wir schauen uns hier gleich mal mit der Kamera auch noch kurz um. Und dann sind wir hier in Wiener Neustadt, wo wir unsere Fahrt heute beenden werden.
Türfreigabe. Ja, Türfreigabe. 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 Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und dann sind wir hier in Wiener Neustadt, während da vorne der nächste Zug schon einfährt. Wir rollen noch ein bisschen vor. Oh, wir sind sogar pünktlich. Schaut euch das an. In 6 Sekunden sollen wir ankommen. Ich würde sagen, wir halten an. Und zwar auf die Sekunde genau. Und geben die Türen frei. Ja, während wir uns hier einmal auch noch umgucken. Sehr schön. Also wirklich sehr dicht bebaut hier. Containerwagen stehen hier rum. Mal schauen, wie das hier vorne so aussah. Das habe ich mir jetzt gar nicht mehr so genau angeguckt. Was steht hier noch so rum? Ja, also hier geht es dann auch noch weiter. Da sind noch ein paar Triebwagen abgestellt. Ein paar Loks sind abgestellt. Hier ist sogar noch eine Drehscheibe. Allerdings ist nur dieser Part hier elektrifiziert. Daher frage ich mich, wie genau sollen diese Loks jemals aufs Gleis kommen? Passt denn eine Lok und eine Verschublok gleichzeitig auf die Drehscheibe? Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Naja, es ist nicht unser Problem. Noch mehr Taurus abgestellt. Und jede Menge weiteres Rollmaterial. Hervorragend. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare zu der Strecke, zu dem Zug, zu dem, was ihr heute gesehen habt. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.